nur eine scheiß... Ist das eine scheiß Fakt oder ist da noch was? Nee, da ist nichts mehr. Ich will nur noch mehr. Ich weiß, wie Fackeln aussehen. Was ist das da überhaupt? Kann ich hier vielleicht... Nein. Das hätte ja sein können. Ich hab gerade keine Ahnung, was ich hier tun soll. Außer herumlaufen. Geht ja auch nicht viel. Ich sehe es anders. Aber nicht zum Bruder. Was ist in dem Fass noch drin? Nichts. Natürlich nicht. Hier gibt's doch keine Feinde und nichts. Merkwürdige Sache. Ganz, ganz merkwürdig. Gibt's doch überall nichts. Scheiß Dingern. Ich übersehe irgendwas oder mir fehlt irgendwas. Oder beides. Ich übersehe was, dass mir etwas fehlt. Ja, natürlich. So ergibt das Sinn. Nee, nicht wirklich. Ist hier noch in der Decke irgendwo? Ich könnte levitieren, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Nee. Ich liege hier überhaupt für Steine rum. Irgendeine Bewandtnis? Nö. Offensichtlich nicht. Versteh's nicht. Ich verstehe nicht, was ich machen soll und tun. Ja, ich habe hier Werkzeuge und so, aber was bringt mir das? Da gehen wir scheinbar später nochmal hin. Scheinbar. Vielleicht, glaube ich. Jetzt einfach mal an, ne? Moment, ich habe noch eine Idee. Ich bin auf ein paar Ideen. Was die im Schloss ist, sperrt euch. Wäre auch zu schön gewesen, okay. Dann habe ich natürlich noch die Residenz von Kirre. Der bis 21.30 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, in seinem Thronsaal sitzt. Ja, ich werde schon wieder müde, großartig. Da stand gerade noch ein Text nicht. Ja, ich bin hier Chef, ne? Da ist er. Ich bin da. Ich hoffe, ihr passt euch bleibt mal ein klein Bitte. Das ist hier kein Schwein. Nö. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da tun muss, damit ich. Ja. Nö. Irgendwie übersehe ich irgendwas. Mal wieder. Apropos übersehen, umstellen. Umstellen, Gasthaus. Ich werde übrigens müde. So, du da. Was? Nee. Nein. Da. Komm her, Opa. Unser Verband, Brock. Magie, Dorina. Warum ist das nicht gelb? Keine Ahnung. Dorinas Fortgang traf mich tief. Besonders da mir mein Bruder, der Heiler, zur gleichen Zeit nach Dor Kirdon ging. Ihr müsst wissen, dass Dorin eine sehr unglaublich starke Wagen für Illusionsmagie hat. Ihr Talent entwickelte sich so weit, dass sie dauerhafte Illusionsbilder hervorrufen konnte.
Indem sie mit mir zusammen geübt hatte, zeigte sie sogar, dass sie bei voller Konzentration reale Materie magisch zu erschaffen vermochte. Kira hasste mich dafür, aber da ich sowieso als seltsamer Kauz gelte, konnte er mich schwer unter Druck setzen. Was ist nur aus Torina geworden? Unser Unglück reißt nicht ab, seit wir auf diesen wünschten Himmelskörper gestanden sind. Gut, jetzt weiß ich auch nicht mehr als vorher, aber schön, dass wir darüber geredet haben. So, was soll ich mit diesem Bernstein brocken? Das irritiert mich. Bin verwirrt. Ich brauche klare Richtlinien, so kann ich nicht arbeiten. Ich brauche klare Ansage, was ich wie totschlagen muss. Und wann und wo und so wird das nix. Gut, aber offensichtlich brauche ich erst noch was anderes. Oder ich übersehe irgendwas, oder beides. Das finden wir noch heraus. So, mehr gibt's dieser Scheißstadt nicht. So, mal gucken. Komme ich durch den Wald? Interessante Frage. Da ist mein Kack-Luftschiff. Ah, ich komme nicht durch den Wald. Außer vielleicht zu Fuß. Gut, dann ignorieren wir. Was mir jetzt zu der nächsten Frage bringt. Wie stark sind die Gegner hier? Also, und bringt das was, sie zu besiegen? Nein. Ne, ich glaube auch nicht. Aber ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Die anderen haben ja irgendwie so tolle 5 Erfahrungspunkte gegeben. Und man sieht sie wenigstens auf der Karte. Fluchwemmen. Eben noch der mächtigste auf dem Spielplatz und schon ist man auf einem anderen Spielplatz und da gibt es stärkere Kinder als mich. Das ist zum Kotzen. So. Ich glaube, die Viecher können wir komplett ignorieren. Okay, hier wird irgendwas angepflanzt, wie es aussieht. Vor allem sind die überall. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder irgendwo reinfliegt. Ich will jetzt mal wissen, was die aushalten. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug. Sieben Schadenspunkte, naja. Kann die Rüstung gar nicht durchdringen, großartig. 4 Schadenspunkte, ey. So, ich will auch mal neue Waffen testen, die gar nicht so viel Schaden machen. Mit Schnellstich an. Ich glaube, ich möchte mal die mächtigen Zauber jetzt auspacken, damit das nicht ewig dauert. Nicht möglichst bald herausfinde, wie mächtig denn die wirklich sind. Eisschauer, los geht's. 10, doch so viel. Großartig, wahrscheinlich geben die auch nur 5 oder sowas. Oh nö, die sind gar nicht so mächtig. Hätte ich mir das ersparen können mit dem. Ja, das ist überhaupt keine Verschwendung. Es hat auch zum Glück den Zauber gar nicht abgewehrt. Großartig. Wie oft darf ich inzwischen angreifen? Hast du das nochmal erhöht? Ich hab nicht aufgepasst. Hä? Warum seht ihr nicht? Wie viele Fahrspunkte gibst du denn? 5. Wahrscheinlich. Hat man schon neue, mächtigere Waffen und die machen mir noch keinen Schaden. Die halten aber auch inzwischen was aus. Ne? So, jetzt habe ich hier mehr Leute, die auf dich draufschlagen. Jetzt könntest du langsam mal sterben. Das wäre schön. Und ich erhalte... Das ist so verarscht, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was das für eine Verarsche hier ist.
ab ins Feld und dann. Ich muss um den Wald drumherum fliegen. Boah, und ich kann nicht. Boah, Alter. Ich weiß ja nicht, wer das für eine gute Idee hielt, aber ich hoffe. Was ist das denn? Wir speichern, bevor wir da jetzt drauf fliegen. Ah, verstehe. Gegner. Natürlich. Wieso überrascht mich das überhaupt? Großartig. Das ist ja überhaupt nicht unlustig hier. Also schön vorsichtig tasten wir uns zum Wasser. Und fliegen dabei die 2 Milliarden Gegner, die hier überall wohnen. Im Wasser sind auch noch. Boah. Da haben es die Entwickler aber echt gut gemeint, ne? Ah, da oben ist so eine Insel, das finde ich schon mal verdächtig. Ah ne, das ist keine Gegner, das sind bloß grafische Effekte. Hier sind wieder Gegner. Muss man ja auch erstmal wissen, ne? Was ist hier? Ich kann es nicht mal richtig erkunden, weil. Oh, wo war denn das? Jetzt Schnellspeuern-Funktion, das wäre toll. Hätten die Entwickler gleich mal finden können. Wirklich. Wahrscheinlich ist auf der Insel gar nichts und ich erkunde die gerade völlig sinnfrei. Nein! Ich habe ja kein Problem damit, dass die so wenig Erfahrungspunkte geben, aber ich habe ein Problem damit, wie viel Schaden die auszahlen im Verhältnis zu dem, was sie einstecken. Wenn ich mir um. Nein, ich bin doch. Leck mich doch langsam am Arsch. Komischer Baum, Gegner, Gegner, noch mehr Gegner. Ist auf dieser Insel überhaupt irgendwas? Loom, jetzt sind hier keine Gegner mehr. Das finde ich auch schon wieder verdächtig. Das ist so ein komisches, riesiges Feld. Was auch immer wir das sagen sollen. Auf jeden Fall sind hier keine Gegner. Das ist ja auch schon mal was. Ich brauche jetzt mal hier magische Sonne. Nee, offensichtlich ist diese Insel reichlich nutzlos. Hier gibt es nicht sonderlich viel Lütze. Bin ich noch auf der Insel oder bin ich vielleicht einfach dran vorbeigeflogen? Leck mich, Spiel. Wer hielt das für eine gute Idee? Also. Gott. Das ist ja Millimeterarbeit und hier sind die Pilze wunderschön abgeschnitten. Großartig. Jetzt genauso gemacht. So, ich muss hier auch irgendwo links durchkommen. So. Ich sehe gerade, die sind auch unter den Pilzen, deswegen. Sieht man es ja noch schöner, das ist ja großartig. Ich bin oh Gott. Ich bin begeistert, ich glaub's gar nicht. Ich weiß nicht, ob es mir anhört, aber ich bin begeistert von dieser Designentscheidung. Im Sumpf sehe ich die gar nicht, oder was? Das
wird noch lustig. So, da oben ist noch irgendwas. Will ich da zuerst hin? Ich will erstmal speichern. Ah. Du bist kein Gegner, überrascht mich jetzt. Ich sehe die dann gar nicht. Ach, leck mich doch. Ich will nicht kämpfen, die sind scheiße, aber... Ich werde wohl nicht drum rumkommen, fürchte ich. Jetzt müsste ein alle zurück... Alle fliehen Befehl geben. Ja, blenden meinetwegen. Ach, komm schon! Ich sehe sie nicht. Ich kann aber immer wieder reinfliegen. Ist es nicht großartig? Ich sehe die Gegner hier im Sumpf nicht. Sind die Scheiße denn ausgedacht? Aber über Wasser sind keine Gegner, glaube ich. Wir fliegen also nahe am Sumpf vorbei. Und gucken erstmal, was da oben ist. Wasser. Oh, Wasser. Lass mich ins Wasser. Hier gibt es keine Gegner. Gut, dass ich die Scheibe habe. Aber ich will, glaube ich, ich muss, glaube ich. Also, wollen. Das ist vielleicht das falsche Wort. Kriege ich mich denn da so oft? Wieso habe ich jetzt Schaden genommen? Achso, weil ich mich irgendwie habe vergiften lassen. Das ist gerade mein kleinstes Problem. Das macht dann ja wahnsinnig, jetzt zu navigieren. Du hast verwisst, ob es sich überhaupt lohnt, da hochzufliegen. Wenn ja, dann darf ich gleich normal hochfliegen, weil ich so viel Schaden genommen habe. Ah, jetzt ist es noch dunkler. Großartig! Ich habe die ganze Zeit gedacht, was fehlt denn jetzt noch? Weniger Licht, das fehlt mir noch. Konnte ich das nicht vorher ahnen? Ich werde hier viel Spaß haben, habe ich das Gefühl. Also richtig viel. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie viel Spaß ich hier habe. Ich habe jetzt schon Spaß, das ist der Wahnsinn. Hier ist ein riesiger Sumpf. Ja, den möchte ich umfliegen, weil ich da drin die Gegner nicht sehe. Yay, Dunkelheit. Oho. So, wenn ich den Sumpf nach Süden folge, müsste ich in die andere Stadt kommen, glaube ich. Und dann ist der Sumpf wahrscheinlich hier schon wieder aufzuhören. Nee, geht noch weiter. Okay, Moment. Der Karte ist auch nichts eingezeichnet. Ich glaube, die sollte man gar nicht haben. Sie hilft mir auch nicht wirklich viel. Okay, zu Fuß. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, ob da noch Gegner sind in dem Wald. Okay, ich glaube, ich bin durch. Also wieder auf die Scheibe. Diese scheiß Stadt, von der er gelabert hat. Ich suche auf jeden Fall... Nein! Ich bin schneller als die, hoffe ich. Ich wünschte, es hätte einen Brunnen für Schnelligkeit gegeben. Nein, 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 nein. Puh.
zusätzlichen Brunnen für Schnelligkeit und ich habe es nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich bin schon schnell genug. Nee. Ich weiß gar nicht, ob das sieht die Gegner überhaupt in einer Aufnahme. Die sind hier. Das hier, dieses Blaue, das hier so im Grünen so leuchtet vor sich hin. Das ist der Feind. Was? Wieso habe ich jetzt Schaden genommen? Von was? Ich habe keine Ahnung. Hat die irgendwelche Krankheiten, von der ich nichts weiß? Na! Bruch abgewehrt, ein Glück. Nein! Och, Sabine. Ach nee, nicht ausgerechnet. Wieso ist sie jetzt vergiftet? Ich kann sie nicht mal heilen. Sie hat auch noch die Tränen. Ja, ist ja großartig. Es ist doch schon wieder ein Sumpf. Ja, Sabine muss leiden. Ach, ich bin doch dran vom... Ja, das war's für heute mit Amber Moon. Ich hoffe, ihr hattet genauso wenig Spaß wie ich. So, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Jetzt wird's eklig.